Und Halli, hallo Leute, mein Name ist Gutgun und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Wir haben letztes Mal das dritte Sternbrunnenfragment erhalten und um das letzte zu holen, müssen wir die Yoshis füttern, doch wir wissen nicht mit was und wie. Deshalb begeben wir uns hier erstmal in den Kinosaal. Hier sind nämlich auch noch ein paar hungrige Yoshis. Denn hier soll sich der Experte aufhalten, hat letztes Mal dieser Typ gesagt, der Bruder von diesem Binas oder sowas. Und hier ist er auch, der Experte. Wahrlich, ich bin Dr. Gelbsam, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Dr. Gelbsam? Und wahrlich, ich bin der Bruder des intellektuellsten Intellektuellen von Bodenburg. Okay. Was? Die Neoneier? Ihr habt erkannt, dass ich ein Neoneier-Fetischist bin? Dabei war das doch geheim. Neoneier-Fetischist, okay. Genau, mal bin ich Architekt, mal Bruder eines Intellektuellen. Im Kern jedoch. Neoneier finde ich wunderbar. Okay, fürwahr. Warum spinnen die ja alle eigentlich so extrem? Was? Um Neoneier zu legen, müssen die Yoshis vorher etwas essen? Damit können nur die Obstbohnen gemeint sein. Obstbohnen? Das ist ein Obst, das im Boden von Bodenland wächst und gedeiht. Wenn ihr Obstbohnen erntet und dann dieses Obstbohnen an die Yoshis verfüttert, dann erhaltet ihr richtige Neoneier von den Yoshis. Ja, wo sie rauskommen, will da natürlich niemand sagen. Aber ehrlich gesagt, Obstbohnen habe ich noch nie gefunden in diesem Land. Okay. Jedoch, eines der Ergebnisse meiner bisherigen Forschungen ist, die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben Karte. Was? Die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben Karte. Okay. Ich habe sie schon in meinem Korb. Haha, Mario Luigi freut sich. Was? Ihr wollt Obstbohnen finden und Yoshis damit füttern? Unglaublich. Er überlegt. Na gut, dann lüften wir das Geheimnis. Die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben Karte soll euch gehören. Ich werde ganz einfach auf eurer Karte die entsprechenden Stellen markieren. Jawohl. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Obstbohnen, alle im Land verteilt. Oh Gott. An den markierten Stellen gibt es Orte, die von Stein oder Gras umgeben sind. An solchen Stellen sollten Obstbohnen im Boden vergraben sein. Um die Obstbohnen an die Oberfläche zu holen, grabt euch in den Boden ein und kommt wieder nach oben. So muss es funktionieren. Viel Erfolg. Okay, ich habe verstanden, was er von uns verlangt. Jetzt dürfen wir erstmal um das Land reisen, im ganzen Land umherreisen und die Obstbohnen finden. Das nervt mich jetzt schon, aber was sollen wir tun? Wir müssen es tun. Okay, die erste Obstbohne, wo waren die gleich mal? Schauen wir auf der Karte nach. Befindet sich eigentlich gleich rechts von uns. Okay, das heißt, oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Hier müssen wir erstmal mit Luigi Blitz machen. Blitz. Okay. Ah, okay, dadurch könnten wir nach oben gelangen. Dafür müssen wir aber erstmal, wow, Achtung, Gegner, alles viel zu billige Gegner. Okay, dafür müssen wir erstmal, hä? Ich bin langsam verwirrt. Okay, wir müssen doch erstmal kämpfen. Okay, und diese Gegner kennt ihr noch gar nicht, fällt mir auf. Also den Paracooper möglicherweise schon, aber diese Gumbugs nicht. Das sind tatsächlich Gumbas als Dings, wie heißen diese Dinger? Als Eichhörnchen, so in der Art. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal alle Gegner besiegen. Erstmal die Paracooper, dass sie heilen kann, schon besiegt. Dann die, also sie sind nicht stark, sie sind eigentlich ganz schwache Gegner. Und sie können die Gegner kopieren. Oh Gott, ihr habt gesehen, hat Mario kopiert. Aber jetzt sind sie besiegt und der Kampf ist vorbei. Okay, wie komme ich jetzt da hinauf? Ich muss erstmal, nein. Ich will nicht kämpfen, verschwinde. Wie komme ich jetzt da nach oben? Also ich muss irgendwie nach oben kommen. Da geht es dann in eine Höhle. Muss ich von rechts kommen, wie es aussieht. Okay. Und schon. Okay, Kampf erledigt. Jetzt will ich schnell herausfinden. Oh, hier geht's nach oben. Okay. Da bin ich ein wenig von den Gegnern sicher, wenigstens. Okay, die Plätze tauschen. Wir müssen erstmal hoch. Hier graben wir erstmal mit. Hier hauen wir erstmal Luigi in den Boden hinein. Um anschließend Mario den Weg zu eröffnen. Total sinnlos, aber so muss es gemacht werden. Wie schon gesagt, ich glaube, das ist einfach, damit man nicht vorher dahin kommt, denn vorher soll man dann nichts machen können. Okay, nun müssen wir mit Hilfe des Wirbelsprungs, genau hier, mit Hilfe des Wirbelsprungs hinüber
So, erstmal. Reicht das auch aus? Rüber. Wow, das war knapp, hat aber gerade noch gereicht. Okay, auf in die Höhle. Boxenorakel. Was? Heute sind die besten Boxen die Synchronboxen. Achso, die kenne ich schon. Ja, ja, ja. Ruhe. Nein, halt. What the hell? Ach so, ich verstehe. Wie ging das nochmal? Man muss irgendwie Luigi hier lassen. Ich bin verwirrt. Moment, wie ging das nochmal? Versteht ihr was? Trefft die beiden Synchronboxen in der Nähe gleichzeitig und erhöht eure Glückspunkte. Vielleicht solltet ihr Stufen benutzen. Steht einer oben und einer unten. Ach genau, so ging das. Ich muss nur mit Mario hoch, Luigi unten lassen und beide können gleichzeitig an diese Boxen springen und so aktiviert man die. Das sind die sogenannten Synchronboxen. Okay, wie mache ich das jetzt? Hier? Nein, okay, ich weiß wie. Man muss nur mit einem hoch, hier hinüber und Synchronsprung. Perfekt, haben wir die nächste Brücke aktiviert. Weiter hinten, wie sieht es da aus? Da muss man wieder nach oben, runter und... Hallo? Okay, so wird das nicht klappen. So. Hä? Moment. Hall. Ich bin verwirrt. Sieht man mir vielleicht auch an. Ich habe eine andere Idee. Ich kann nur Mario... Ach, verdammt. Ich möchte testen, ob ich nur einen runterfallen lassen kann. Anstatt das gleich... Nein, das geht nicht. Dann zieht sie den anderen hinterher. Okay, probieren wir was anderes aus. Komm schon, Luigi. Ah! Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich bin sowas von verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, Leute, was ist hier los? Ich schaffe es nicht, hier vorbeizukommen. So komme ich nach oben, aber es bringt mir nichts. Verdammt, warum wird das hier auch nicht funktionieren? Oh, vielleicht mal tauschen, vielleicht hat Luigi da bessere Chancen als Mario, aber sieht auch nicht so aus. Leute, was ist denn los? Kommt schon. Ich hasse euch. Wie mache ich das jetzt? Wie zum Teufel mache ich das jetzt? Hallo, hoch damit. Okay. Oh, es klappt also doch. Man muss nur ganz knapp am Rand stehen. Komm schon, Luigi. Gerade eben hat es auch funktioniert. Was soll denn das jetzt? Gerade eben hat es doch auch funktioniert. Warum spinnst du jetzt rum? Ich hasse dich, Luigi. Ich hasse dich einfach nur. Es kostet jetzt undings. Ja, es hat geklappt. Okay. So. Zorn breitet sich aus. Nein! Okay, ich weiß, wie es geht. Man muss einfach nur die ganze Zeit nach links drücken, dann bewegt sich Luigi schon von selber ein wenig hinunter, dann hier rüber und es hat geklappt. Synchron. Oh, das war jetzt total sinnlos, musste aber anscheinend sein. Da ist ein Monty. Mal schauen, was er will. Glückwunsch! Wer zu mir kommt, der hat von mir ein kleines Souvenir. Du hast eine Wollhose. Das war also nur mein, eine verfluchte Ausrüstung zu holen. Okay, schauen wir aber nach, ob sie so wirklich so besonders ist. Die Wollhose verbessert die Verteidigung, senkt aber die HP. Oh Gott, wie sich der Zaun ausbreitet. Okay, doch, wir müssen hier irgendwie nach links kommen. Das geht aber blöderweise nicht, denn da hinten ist noch eine Höhle. Ich frage mich, ob es da überhaupt weitergehen würde, das weiß ich ja nicht einmal. Ich hoffe es gerade nur. Aber dort komme ich gar nicht hinauf. Da ist eine Buhu-Statue. Ich verstehe. Wir müssen erstmal wieder einmal nach rechts in das andere Bild. Denn von hier aus weichen wir kurz den Gegnern aus. Verschwinde, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte nicht kämpfen. Wo sind die schnell? Okay, hier wieder nach oben. Ups, falsch. Hier wieder nach oben. So, hier hinten auch. Perfekt. Okay, dann mit dem Wirbelsprung im nächsten Screen, also hier, wieder hinüber. Okay, soweit so gut. Hier hinüber, perfekt. Hier hinüber. Und hoffentlich reicht das aus. Jawohl. Okay. So gelangen wir auch zur Buhu-Statue hin. Jetzt müssen wir mit Luigi jetzt mal Blitz machen, um die Buhu-Statue zu bewegen. Und was geschieht nun? Eine Brücke erscheint. Perfekt. Das hatte ich mir gewünscht. Denn nun kann ich mit dem Hammer hier die Höhle einschlagen. Und schauen wir nach, was es hier gibt. Okay, geht es erstmal weiter. Ich muss aber Mario erstmal alleine weiter. Okay, mal schauen, was es hier gibt. Da hinten gab es eine Röhre. Das sieht mir aus wie ein altes Mario-Level.
wie eine Art Bowser's Level. Wow, Bowserburg Level. Okay, soweit kein Problem. Man muss nur genau aufpassen auf dieses Sonnenbiester. Oh Gott, jetzt kommt immer mehr. Schnell hinüber. Wow, das war knapp sogar. Okay. Und sind überall Stacheln, das einen noch nervöser macht. Okay, schnell aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Und perfekt, geschafft. Glückwunsch, willst du mir... Okay, wir halten wir auch noch ein Souvenir. Die Eisenhose. Ich will eigentlich die Obstbohnen holen. Nein, hole 100 Millionen Ausrüstungen. Langsam werde ich wütend. Ich möchte doch nur die Obstbohnen holen, verdammt. Das hatte ich eigentlich in diesem Part vor. Nein, jetzt sind schon fast 12 Minuten rum und ich habe noch gar nichts erreicht. Die Eisenhose ist auch nicht besonders. Okay, jetzt mal ganz in Ruhe. Die Karte, wo ist sie? Hier gibt es doch gar keine Obstbohnen. Ich muss erstmal weiter nach rechts. Das heißt, ich bin... Moment. Falsch. Okay, weiter rechts. Bin ich dann hier richtig? Mal schauen. Nein, ich muss immer noch weiter nach rechts. Ich bin komplett falsch. Oder komplett falsch nicht, aber... What the hell? Oh, geschafft. Okay. Hier muss es irgendwo eine geben, glaube ich. Oh, und ein Lucky Doo natürlich, der uns unbedingt ärgern möchte. Ja, hier muss es irgendwo eine Obstbohne geben. Das heißt, wir besiegen erstmal den Lucky Doo. Okay, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wie man so schön sagt. Wo befindet sich jetzt die Obstbohne, ist nur die Frage. Sollen Blumen oder... Da sind Pflanzen drumherum. Da befindet sich bestimmt die Obstbohne. Schauen wir nach. Und jawoll! Du hältst eine Obstbohne. Perfekt. Gut, dann schauen wir nach, wo wir als nächstes hingehen. Weiter nach rechts. Am Strand müsste sich noch eine befinden. Okay. Das heißt, wir gehen weiter Richtung Osten. Hier sind wir auch schon am Strand angelangt. Ist aber auch der richtige Strand. Ah, ich glaube, wir müssen noch ein wenig weiter nach rechts. Oh, oh, eine Bob-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 
Er lebt immer noch, natürlich. Dadurch, dass wir mit Luigi alleine campen, geht es nun mal nicht schnell. Wir können keine Brothers-Attacke einsetzen oder so etwas. 120 Schaden. Junge, wie viel hältst du denn aus? What the hell? Er spuckt... Was war das? Egal, einfach nochmal mit Blitz angreifen. 140, sag mal, Junge, gib mal auf. Okay, wow, er greift wieder mit Feuer an. Man muss eigentlich nur darauf achten, im richtigen Moment zu reagieren. Dann kann man es ganz leicht ausweichen. 160, Alter, ich habe dir mittlerweile 160 Schaden gemacht und du lebst immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Und 4, okay. Machen wir dem 180 Schaden insgesamt. Badum. Und er ist besiegt. Endlich. Und dadurch erhalten wir... Was? Was war das? Das war das, was er vorhin nach uns gespuckt hatte. Moment, das ist... Prinz Marmek! Den hat er vorhin nach uns gespuckt. Hey Luigi, du warst das, der mir aus der Patsche geholfen hat. Vielen Dank. Meine Güte, Luigi. Du bist ja riesig geworden. Nein, nein, du bist winzig. Ach so, hatte gar nicht bemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendeine Idee, wie ich wieder zu meiner alten Größe zurückfinde? Er hat eine Idee. Ach so, das, was wir mit Mario auch machen können. So was kannst du? Da sage ich Hose runter. Wir sagen Hut ab. Hose runter? Okay. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Okay. Wir hauen mit dem Hammer einfach drauf. Und es funktioniert. Er wächst. Jetzt, wo ich wieder normal bin, erstrahle ich in einem alten Glanz. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Die Obstbohne, das habe ich eben in dem Piranha-Bini gefunden. Hier für dich. Yay, dankeschön. Du hättest eine Obstbohne. Damit hätten wir zwei. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich nicht mehr hier verweilen. Okay. Die nächste Sternbunde wird meins sein. Grüß mir wieder auch den Amigo mit der roten Mütze. Du sagst, die nächste Sternbunde wird deins sein. Ich habe schon 3 von 4 Teilen. Treffen wir uns wieder, wenn wir alle Teile der Sternbunde haben. Du hast doch gar keins. Wieso jetzt hol ich alle? Was machst denn du überhaupt? Du lässt dich von einer Piranha essen. Okay, wir gehen wieder zu Mario. Hey, Bruderherz. Okay, wir suchen den nächsten Speicherpunkt. Erstmal hier hinauf. Okay, wo wäre überhaupt die nächste Sternbohne? Ich meine Obstbohne. Weiter links, wenn wir die noch... Okay. Das heißt, ich begebe mich weiter nach links, Richtung Westen. Okay, aber ich möchte abspeichern, deshalb halte ich die Augen jetzt offen nach dem nächsten Speicherbuch sozusagen. Ich glaube, ich begebe mich einfach Richtung Ostbonia, wollte ich schon sagen. Bodenburg, meine ich. Oh Gott, und wieder diese wunderbaren Gegner. Okay, Gegner besiegt, gleich weiterrennen, bevor der nächste uns auch noch trifft. Puh, okay. Einfach vorbeirennen, ohne uns sehen zu lassen. Klappt doch. Okay, immer weiter nach Westen, wann komme ich denn ins Schloss? Was? Bin ich jetzt etwa an der Burg vorbeigerannt? Hallo? Ja, tatsächlich, okay. Oh, das ist blöd. Gut, ich bin hier hingegangen, um zu speichern, denn ich weiß zumindest hier, wo sich der nächste Speicherbuch befindet. Und zwar hier oben. Deshalb speichern wir jetzt hier ab. Speichern. Und ich sage, mein Name ist Ludko. Das war's für heute mit Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich die restlichen Obstbohnen finden werden. Bis dahin und bye bye.